Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute ist etwas passiert, was nicht allzu oft passiert, und zwar es gab ein Update in CSGO. Und zwar das Update ist eine neue Kiste, beziehungsweise es gab noch mehr, aber das eigentliche Wichtige für mich oder für uns, das Interessante ist, es gibt eine neue Kiste, und zwar ist es die Spectrum 2. Und die werden wir jetzt auch mal aufhebeln. Ich habe mir hier mal 10 Kisten organisiert, momentan liegt der Preis bei 4,50 € die Kiste. Was eigentlich ziemlich teuer ist. Ich glaube, alles in allem habe ich jetzt, keine Ahnung, 60, 65, 70 Euro ausgegeben. Und ich hoffe, es geht was, Alter. Ich meine, die normalen Spectrum-Kisten, also die 1er, da geht gar nichts, da habe ich keinen Lack, da ziehe ich nur Blue. Das fuckt mega ab. Ich hoffe, dass ich bei dieser hier mehr Lack habe. Was gibt es hier eigentlich für Skins? Ich kenne die Skins selber noch nicht, ich habe mir noch nicht gar nicht angeguckt, was es da genau gibt. Die AK ist mal richtig nice. Peter 50 ist auch ein Red Skin, die ist glaube ich auch nice. Das ist das ein Krokodil. See you later. Okay, ein Alligator. Dann der R8 Revolver. Ich meine, wer spielt heutzutage noch mit dem R8? Keine Ahnung, also ich sehe selten. Die M4, ich meine, ich kann hier auf dem Pick nicht viel erkennen. Sieht irgendwie aus wie eine Case Hardened. Ich hoffe, ich ziehe sie. Die Pipi Bison, die ist... Ich meine, man kann ja jetzt nicht viel sehen. Ich kann ja euch kurz die Dings zeigen. Wo haben wir sie? AK. Ja, die Bibi Bison, das ist so Poker-ähnlich. High Roller heißt sie. Und nein, das ist ganz was anderes. Das ist... Ja, ich meine... Egal, ich hebe jetzt einfach mal die Kisten auf. Dann sehen wir die Skins. Ich hoffe, ich ziehe halt die nice Sachen. Dann würde das Video vielleicht viel mehr Klicks bekommen. Und es ist Blueskin. Abgesägte Schrotflinte. Finde ich, ja, ich spiele hier eigentlich auch nie. Von dem her ist mit der Skin ziemlich vain. Minimal. So, ich reibe einfach jetzt mal die AK. Die Knives sind ja dieselben wie in der Spectrum 1. Also es gibt keine neuen Knives. Die Glock ist ziemlich interessant, weil... Mal gucken, welche... Okay, sollte minimal wäre sein oder so. Oder viel testet. Aber desto Battle Game, also bis so schlechter der Float ist, desto besser sieht man hier dann den Totenkopf. Also da ist dann so ein Totenkopf eingraviert. Viel testet ist das Skin, der bei Battle Game sieht man halt dann den Totenkopf hier. Ich hoffe, ich ziehe auch so viele... Oh, da war gerade der K. Ich hoffe, ich ziehe auch so viele verschiedene Skins wie möglich, damit ich euch die auch irgendwie zeigen kann, aber anscheinend... Oh mein Gott. Ich hoffe, dass es nicht einfach nur 10-mal Blue ist, weil dann sind die... die Pipi Bison. Die ist schon mal nice. Ich finde die in-game mal angucken, aber die ist Battle Game. Die ist übelst ranzig. Abgenutzt. Ja gut, egal. Sagen wir diesmal abgenutzt. Doch nur besser für mich. So, die letzten 6 glaube ich. Der war wieder die Beißen. Die AK wäre mega nahe. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Ich meine, wenn die durchgehend so einen Skin hätte, hier auch und hinten auch, wäre die viel nicer. Aber ich beschwere mich mal. Also beschweren kann man sich da mal eher weniger. Lol. So, jetzt habe ich Blue, Purple, Pink. Jetzt fehlt mir noch Rot und Knife und dann bin ich schon happy für heute. Irgendwie jemand hatte schon die AK gezogen, was ich so in YouTube-Feed gesehen habe. Bin mir nicht sicher. Der hat sich schon die AK gegönnt. Ein FN, glaube ich. Beziehungsweise Float Rising. Sah auf jeden Fall ziemlich gut aus. Das ist wieder Blue. Das ist einfach nur ein Vanilla-Skin, finde ich. Das ist halt Holz. Ich finde, der schaut auch nicht schlecht aus, aber für einen Skin, für den man bezahlt, ist das schon etwas wenig. Und dann werden wir...
so ist, dachte ich gerade, ich habe 3 Schlüssel und 4 Kisten. Aber die Kiste ist ja gar, da war wieder am letzten, die Kiste ist ja gar kein Speck von 2 Case. Ich werde wahrscheinlich am Sonntag nochmal Kisten aufrichten, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe eigentlich schon ein Road to Knife Unboxing aufgenommen, was für Sonntag geplant wäre. Und jetzt weiß ich nicht, habt ihr Bock, dass ich da am Sonntag nochmal, also dass ich das Road to Knife Unboxing bringe, das Video, oder ob ich das ein zweites Spectrum 2 Case Opening mache, oder vielleicht auch beides. Und warte mal, ich will nicht mehr. Ja, typischer Blues-Kind, sieht aus wie Shit. Zum Abschluss jetzt noch irgendwas Nices bitte. Dem 4 würde ich mir gerne anschauen, die CZ eventuell auch, die UMP oder hier die Redskins. Das wäre jetzt noch sehr deliziös. Und ich schaue immer hier auf Display und nicht in die Webcam, das fuckt mich ab. Nein, das ist wieder ein Nektar. Boah. So Jungs, also hier zeige ich euch nochmal kurz die Bison, die High Roller. Sieht eigentlich ziemlich abgeranzt aus, aber den Skin an sich finde ich nice. Also ein Stative N wäre das ein nicer Play Skin. Kann man enjoyen. Dann die Glock habe ich hier auch noch ausgerüstet. Ich meine, hier sieht man halt jetzt nicht viel vom Totenkopf, aber hier wo halt die Striche für den 5 sind, also wieso zeige ich am Display. Da wäre dann normal ein Totenkopf, wenn die in Battle geben wäre. Dann habe ich hier noch die Shotgun. Finde ich eigentlich, ja, ist nicht schlecht, aber es gibt auch keine bessere eigentlich. Jo Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare wegen Sonntag. Das Video soll ich noch ein Spectrum 2 Case Opening machen. Zu dem Road to Knife Unboxing oder nur das Road to Knife oder soll ich beide oder neins oder wie, was wollt ihr? Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Ansonsten sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.